Wir schauen in die Ukraine, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Russland hat zum orthodoxen Weihnachtsfest eine Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Ja, die Waffen sollen ab morgen, also ab Freitag 12 Uhr bis Samstag 24 Uhr ruhen. Das hat der Kreml mitgeteilt. Das würde heißen, Tatjana, in Prokhorsk wenigstens 36 Stunden Ruhe, 36 Stunden durchatmen. Nicht viel, aber wie fallen denn die ersten Reaktionen in der Ukraine darauf aus? Also von offizieller Seite, sei es der Präsident oder seine wichtigsten und engsten Berater oder auch der Außenminister Kuleba, gibt es im Moment noch nichts. Meine Kollegin Ronny Mironova ist die ganze Zeit am Handy und schaut durch die unterschiedlichen Telegram-Kanäle, damit wir so schnell wie möglich eine Reaktion, wenn wir sie denn dann offiziell haben, auch weitergeben können. Im Moment gibt es die noch nicht, aber ich sag mal so, viel Skepsis. Also mit den Menschen, mit denen ich jetzt hier auf die Schnelle habe sprechen können, die sagen, es wäre schön, wenn das funktionieren würde, aber man hat natürlich große Bedenken, weil man einfach den Russen nicht über den Weg traut. Angesichts der Erfahrungen, die man hier seit dem 24. Februar gemacht hat, glaube ich, auch nur allzu verständlich. Wenn wir noch ein bisschen genauer auf diesen Schritt des Kremls schauen, dann wird man sehen, dass im Verlauf des Vormittags bereits der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Kirill genau das vorgeschlagen hat. Und da hatte es dann bereits die Ersten gegeben, die gesagt haben, es wäre sehr verwunderlich, wenn der Kreml dem nicht folgen würde, weil die Beziehung zwischen diesen beiden Männern doch sehr, sehr eng zu sein scheint, auch wenn Putin in seinen jüngeren Jahren nicht unbedingt gläubig ist und es auch viele gibt, die nach wie vor ihm diese Gläubigkeit nicht abnehmen. Aber er weiß natürlich, das zu nutzen, was ihm im Prinzip die orthodoxe Kirche dann sozusagen als Machtmaterial damit an die Hand gibt. Insofern die Überraschung bei einigen hier nicht ganz so groß, weil sie einfach sagen, nachdem Kirill das vorgeschlagen hat, war es eigentlich so ein bisschen absehbar, dass Putin dem folgen würde, weil sonst hätte er Kirill ganz öffentlich auch widersprechen müssen. Große Frage jetzt, wir sind ja hier im Donbass, wir werden das morgen beobachten dann ab 12 Uhr, ob das Ganze tatsächlich hält. Denn Putin hat gesagt, entlang der gesamten Frontlinien im Moment. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.